Hi, ich bin's mal wieder, Christina Kay. Und auch heute erwarten euch drei umwerfende Low-Budget-Fototipps mit Wow-Effekt. Kommen wir doch direkt zum ersten Tipp. Wer von euch fotografiert regelmäßig mit einem Blitz? Ja, ich tue es auch. Willkommen im Club erstmal. Aber wie handhabt ihr das denn, wenn ihr einfach ein bisschen wärmeres Blitzlicht möchtet und nicht so dieses kühle? Also ich mache das dann immer so. Ich greife entweder zur Mülltüte in Orange, mache die dann befestigt mit einem Gummibändchen dann quasi hier direkt um den Blitz und löse dann eben aus und habe so ein umwerfendes, sonnenähnliches, hartes Licht, was nicht mehr unbedingt an ein Blitzlicht erinnert. Und das Coole ist, ihr könnt eben sowohl zur orangenen Mülltüte greifen, als auch zur gelben. Das habe ich euch ja schon mal auf dem Blog verraten. Auch hier könnt ihr einfach die gelbe Mülltüte quasi um euren Blitz machen, befestigen mit so einem Gummi und schon geht die Post ab, würde ich sagen. Hier blende ich euch auch nochmal ein Foto ein, wo ihr eben sehen könnt, wie es aussehen kann, wenn man diesen Low-Budget-Fototipp anwendet. So, kommen wir jetzt zum zweiten Tipp. Auch hier geht es wieder um eine Folie. Ich glaube, ihr kennt sie alle. Na, komm schon. Oder man macht es einer so. Ja, ihr wisst, was ich meine. Diese Folie, in der offenbar noch ein Schraubentier war, eignet sich hervorragend, um einfach krasse Unschärfe-Effekte zu zaubern. Dafür müsst ihr das einfach nur vor die Kamera halten, so wie ich es euch jetzt hier vormache. Und schon entstehen echt schöne Bildeffekte, die einfach aus einem, ich würde sagen, Abfall oder Nebenprodukt entstanden sind. Und die kosten euch quasi nichts. Also eure nächste Amazon-Bestellung oder wo auch immer ihr was bestellt, kommt ja sicherlich in so einer Luftpolsterfolie, je nachdem, was ihr bestellt. Und schon habt ihr mit dem Postmann zusammen ein Hammer-Low-Budget-Effekt für nix. Ja, wo gibt's denn sowas? Kommen wir zum letzten Low-Budget-Fototipp für heute. Ich habe hier auch schon was vorbereitet. Einmal eine schwarze Seite und eine weiße. Ja, diesen Low-Budget-Abschatter-Aufheller habe ich selbst gebastelt. Und ich glaube, alles zusammen hat keine 3 Euro gekostet. Also ich habe hier einfach eine Styroporplatte genommen, habe mir hier so wunderschöne Winkel dran gemacht. Und ich zeige euch jetzt mal den Effekt live im Video, was dieses Low-Budget-Gadget machen kann. Also ich werde hier ein bisschen aufgehellt. Oder wenn ich sage, ach, ich möchte ein bisschen Wangenkontur noch erreichen, mehr, nehme ich einfach die schwarze Seite und schon wird hier abgedunkelt. Das gleiche kann ich auch hier machen zum Beispiel. Also ihr seht den Unterschied. Ist eigentlich eine ganz, ganz coole Sache, so ein Abschatteraufheller, den man einfach ruckzuck schnell selbst bauen kann. Und die ausführliche Anleitung findet ihr natürlich auch im verlinkten Video. So, das waren auch schon wieder heute meine 3. Das waren heute mal wieder 3 weitere Low-Budget-Fototipps von mir. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr werdet den einen oder anderen Tipp auch mal ausprobieren. Schreibt mir gerne in die Kommentarbox unten, welcher Tipp euch heute am besten gefallen hat. Und wenn euch meine Arbeit gefällt, dann abonniert mich. Und gegen ein Däumchen hätte ich auch nichts einzuwenden. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Are you listening? Damn.